Auch von meiner Seite her herzlich willkommen. Schön, sind ihr heute da vor Ort, dann im Singsaal, wo auch immer die Hei, in der Kleingruppe. Und sind ihr dabei, wenn wir miteinander Gott feiern, Gottesdienst feiern und jetzt auf sein Wort möchtet hören. Der gesegnete und bekannte Prediger Charles Spurgeon hat mal gesagt, was ein Mensch über Gott glaubt, das ist das Bedeutendste, das Wichtigste von seinem Leben. Warum? Wenn du so darüber nachdenkst, und Andreas hat das schon in seiner Predigt vor 14 Tagen so angeschnitten, das, was der Mensch glaubt, ist ausschlaggebend für alles andere in seinem Leben. Unser Glaube wirkt sich in jedem Fall auf unser Leben aus, so oder so. Wie du die Ehe, die Familie, wie du den Stellenwert der Arbeit oder die Bedeutung von deiner Freizeit siehst und was du dann machst, das hängt davon ab, was du glaubst. Wofür du dich investierst, die Werte, die dir in deinem Leben wichtig sind oder was dir deinen Wert gibt, all das. Es gibt nichts, was nicht von dem abhängt, was du glaubst. Die einen glauben zum Beispiel, dass das Leben im Hier und Jetzt das Einzige ist. Und was ist die Konsequenz für die Menschen, die nach dem Credo leben oder von dem überzeugt sind? Sie setzen alles dran, um ja nichts zu verpassen. Aber wehe, Krankheit und Not macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Andere glauben nicht, dass Gott sie erschaffen hat und einen Plan mit ihrem Leben hat. Sie ignorieren Gott und glauben, dass es am besten ist, wenn sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen und so machen, wie sie es für gut finden. Und auf einmal ist das, was so herrlich, so cool aussieht, eine drückende Last. Warum? Sie müssen ihrem Leben einen Sinn geben. Und sie streben danach, irgendetwas zu machen, damit ihr Leben bedeutungsvoll wird. Und am Schluss sind sie ganz erstaunt, dass sie diese Sehnsucht mit allem, was sie tun können, um ihrem Leben Sinn und Bedeutung zu geben, die Sehnsucht in ihrer Seele nicht stillen können. Der berühmte Autor C.S. Lewis, der die Chronik von Narnia zum Beispiel geschrieben hat, der hat einmal das treffende Fazit gezogen und gesagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die ich durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und so ist es. Aber es gibt auch noch ganz andere Glaubensbekenntnisse als die beiden, die ich erwähnt habe. Und die eine gehört für mich schon ganz zu der grossen Schule des Lebens. Und zwar heisst sie ganz einfach, ich glaube oder ich vertraue Gott, egal was ist. Denn ich weiß, Sorge bedeutet zu glauben, dass Gott es nicht richtig macht. Oder wenn ich glaube, dass Jesus Christus nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und für meine Kinder, das alles Entscheidende ist, wird das Konsequenzen haben für mein Leben. Es fängt bei mir an, dass ich mit Jesus eng verbunden durchs Leben gehe. Und da werde ich beten, dass Gott im Leben von meiner Frau, von meinen Kindern wirkt. Ich werde beten, dass Gott ihnen Gnade schenkt und dass sie sich für ein Leben mit Jesus entscheiden und den Weg vom Glauben dann auch entschieden gehen. Gleichzeitig glaube ich daran, dass Gemeinde ein wichtiger Wert ist. Darum werde ich auch in Zeiten von Corona mich nicht entmutigen lassen, sondern alles dran setzen, dass ich und meine Familie auch unter erschwerten Umständen können am Gemeindeleben teilnehmen. Unser ältester Sohn, der Mark, hat mir gerade diese Woche folgendes Zitat oder Dings, Sprüchli unter die Nase gehebt. Menschen sind wie Handys. Wenn sie keine Verbindung haben, fangen sie an spinnen. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so zutrifft. Aber wir fahren Sonntag für Sonntag. Wenn mir die Familie und der Glaube für die Familie so wichtig ist, dann fahre ich Sonntag für Sonntag mit ihnen zum Gottesdienst, damit unsere Kinder im Kids-Gottesdienst dabei sein können. Vielleicht laden wir Kigo-Leiter ein, damit wir als Eltern und sie Kind sie mal auch persönlich noch kennenlernen dürfen.
Ich lese regelmäßig mit den Kindern in der Bibel, fahre in die Jungschi. Ich bete für gute Freunde, für meine Teenager, öffne mein Haus, damit sie und ihre Freunde bei uns hier willkommen sind. Oder sich fühlen. Ich bezahle Lager, wo meine Jugendlichen Gott auf eine andere Art vielleicht als im Alltag erleben dürfen. Ich bete und unterstütze die Leiter, damit die Jugendlichen in der Gemeinde den Anschluss suchen und dann auch finden dürfen. Dass sie gute Freunde für sich auslesen und das Leben mit denen teilen, die sie auch gut prägen. Ich tue alles mir Mögliche, um meine Kinder und meinen Kindern den Glauben zugänglich zu machen und zu stärken. Warum? Weil ich glaube, dass so viel auf dem Spiel steht. Ja, ich glaube, dass Jesus und die Gemeinde für mich und meine Familie entscheidend wichtig ist. Und darum ziehe ich ganz bewusst Konsequenzen. Nicht vor allem mit Druck, das muss ich noch fest lernen, sondern mit meinem Vorbild, mit Liebe und vor allem im Wissen, dass ich, egal wie gut ich es mache, ich mache Fehler, aber ich darf auf Gott und seine Gnade zählen. Das sind jetzt so 4 Beispiele von Glaubensbekenntnis, wie sie in unserer Zeit eine Rolle spielen oder wie sie aktuellerweise da sind. Und meine erste Frage an dich ist, was ist dein Glaubensbekenntnis? Auf was bezieht sich dein Glaube, beziehungsweise bekennst du dich zu Jesus und hast du einen wachsenden Glauben, der wirklich in und trotz allem sich immer wieder neu und bewusst auf Jesus gründet? In der letzten Predigt haben wir gesehen, wie der Paulus dafür kämpft und sein Leben dafür investiert, dass Kolosser ihren Glauben und dein und mein Glauben darf fest in Jesus Christus gründen. Im Kapitel 1, Vers 27 hat er davon geredet, über ein Geheimnis, das unser Leben möchte prägen, nämlich Christus in uns. Jesus in uns und wir in ihm. Das ist die Garantie auf den Himmel und erfüllt uns mit Hoffnung. Es ist, wie der Paulus das formuliert, die feste Hoffnung, dass wir mal Anteil haben können an seiner Herrlichkeit. Aber die Zukunftsgewissheit will für uns, die mit Jesus verbunden sein dürfen, nicht einfach etwas sein, das uns dazu führt, dass wir einfach in den Standby-Modus reingehen und denken, so, und jetzt warte ich, bis ich an dem besten Ort, was es nur geben kann, gibt. Nein. Schon im Vers 28 des 1. Kapitel sagt Paulus, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und das, liebe Freunde, ich glaube, wir alle wissen das. Das passiert nicht einfach von selber. Das ist nicht einfach ein Selbstläufer. Trotzdem, wo Gott wirkt und seiner Gnade, die da ist. Der Paulus gibt uns dann Einblick, wie er für das Ziel von seiner Arbeit kämpft. Und wenn ihr mich fragt, dann finde ich, boah, das Ziel, das er hat, das, was er ins Visier nimmt, das ist schon gigantisch. Dass er jeden Einzelne, der zu Jesus gehört, so kann fördern, dass er als Christ wächst und zu einer reifen geistlichen Person wird und so mal vor Gott treten kann, das ist doch unerhört. Und es macht gleichzeitig auch klar, dass er das Ziel niemals aus eigener Kraft erreichen kann. Das haben wir das letzte Mal schon gehört, wie er dann im Vers 29 sagt, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ja, wenn nicht Gott selber in seiner unbegrenzten Kraft in uns wirkt, dann bleibt letztlich jedes geistliche und damit wesentliche Ziel in unerreichbarer Ferne für jeden von uns. Und so will ich mich an dieser Zusage festheben und dafür beten, dass Gott viel mehr in seiner Wirksamkeit, in Kraft in mir und in uns allen hinein wirkt. Ja, weil Gott in allem, auch in unserem Leben, der entscheidende Faktor ist, gilt, dass egal, ob es jetzt im Blick auf mein eigenes Weiterkommen
und gründet sie im Glauben oder darum geht, dass ich andere in ihrer Reife und ihrem Wachstum im Glauben fördere, dass wir da drin aus der Verbindung zu ihm raus, von ihm her gestärkt leben. So, und jetzt auf diese Tatsachen aufbauend, kommen wir zu unserem Bibeltext aus Kolosser 2, wo wir sehen, wie der Paulus in dieser Kraft Gottes für einen wachsenden Glauben von den Kolossen kämpft. Da lesen wir in den Vers 1 und 2, ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinden in Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Wie setzt sich der Paulus ein? Oder anders gefragt, wie machst du, dass andere Mut bekommen und mit Kraft gestärkt werden und dass sie in der Liebe zueinander zusammengehalten werden? Wie machst du das? Wie würdest du das machen? Ich glaube, es gibt nichts Wirkungsvolles als das, was der Paulus uns da zeigt. Er betet. Er ist überzeugt, ohne Gebet geht gar nichts. Davon ist sogar eben der grosse, der wirkungsvolle Apostel überzeugt sein. Sein Kampf um einen tieferen, um einen wachsenden Glauben beginnt nicht da, wo er selber Hand anlegt, sondern der beginnt im Gebet. Ja, im Wissen darum, dass er und auch wir völlig von Gott abhängig sind, wendet er sich zuallererst im Gebet an den, in dem sie unser Leben steht in der Hand von dem, an den er sich wendet. Das hat oberste Priorität. Das sehen wir schon im ersten Kapitel, im Vers 9, wie er betet. Und er betet ganz unabhängig davon, ob er die Christen, für die er betet, ob er sie persönlich kennt, ob sie jetzt gerade da sind, wo er ist. Ich meine, viele von euch sind jetzt auch nicht da vor Ort. Viele von euch kenne ich auch nicht. Aber was kann ich machen? Ich kann beten. Und das ist das Erste, was wir da mit Paulus sehen. Er betet so oder so. Und du? Kämpfst du wie und kämpfst du mit dem Paulus für Gott und seine Sache? Also dafür, dass Gott im Leben von Menschen gross werden darf. Dass er mehr Raum einnehmen darf. Betest du wie der Paulus, dass Menschen so zu denen Menschen werden können, wie Gott sich sie gedacht hat. Der Paulus fordert dich heute auf. Und so will ich dir heute Morgen auch Mut machen. Bet für deine Freunde aus der Gemeinde. Aber bitte, bet nicht einfach nur, dass sie körperlich gesund sein dürfen. Auch wenn wir uns investieren und betet für den Beat und den Matthias jetzt besonders. Aber bet auch nicht nur darum, dass sie gute Umstände erleben und dass ihnen einfach gut gehen darf. Sondern bete konkret wie der Paulus darum, dass die Menschen, die Gott in dein Leben führt, dürfen alle Mut und alle Kraft bekommen. Für das, was sie drinstehen. Und bete wie näher dafür, dass Gott uns als Gemeinde in dieser Situation, in der wir jetzt drinstehen, in seiner Liebe zusammenhalten. Auch wenn das schwierig ist, mit all diesen Massnahmen, die wir haben wegen Corona. Aber bete dafür. Und in dem Sinne möchte ich euch einladen, jetzt gerade an den Tisch, euch einen kurzen Moment Zeit zu nehmen, dass ihr den Kopf zusammenstreckt und einfach für das gerade betet, was Gott euch gerade jetzt aufs Herz legt. Einfach ganz kurz.
Gut, vielleicht können wir langsam die Gebetszeit beenden. Das war jetzt das Gebet auf Knopfdruck. Aber ich wünsche jedem von euch, dass er so Zeit sich nimmt im Alltag, um einfach mit Gott im Gespräch zu sein. So wie wir es hier beim Paulus sehen. Dass es auch in unserem Leben Priorität hat. Für unseren Glauben, dass wir in unserem Glauben gestärkt und aufgebaut werden. Aber auch füreinander können im Gebet einstehen, für die Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Weil der Paulus weiss, wie viel auf dem Spiel steht, wendet er sich zuerst an Gott und betet für die Christen. Und dann tut er das, wovon er auch im ersten Kapitel, im Vers 28 schon davon geredet hat. Er kämpft für sie und ihren Glauben, indem er ihn, Christus, verkündet. Und da lesen wir dann als nächstes, ihn verkünden wir, Vers 28, mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben. Eben, warum? Damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Und da möchte ich mit zwei weiteren Fragen mich an dich wenden. Verkündest du Jesus? Nicht unbedingt wie der Paulus, ich kann das auch nicht. Aber vielleicht so, wie Gott dich dazu befähigt und wie er dich im Leben von anderen möchte brauchen. Wo redest du anderen von Jesus her Mut zu, Mut in ihr Leben hinein? Wo sprichst du ihnen den Mut zu, als jemand, der die Hoffnung hat auf die Herrlichkeit hin, weil Jesus in dir wohnt? Ich glaube, wir können da mehr weitergeben, als wir manchmal denken. Die alles verändernde Wahrheit, die der Apostel ins Leben der Kolosser hineinsprechen musste, das bezeichnet er auch da wieder als ein Geheimnis. Und an dieser Stelle im Kolosserbrief, im Kapitel 2, geht es um ein Geheimnis, das eigentlich auf dem gründet, oder wo das, was der Apostel ein paar Vers vorher gesagt hat, wo in dem gründet, wo er jetzt darauf eingeht. Das Geheimnis, dass Christus in uns ist, das gründet im Grössten von allen Geheimnissen, nämlich in dem Geheimnis, wo Jesus Christus selber ist. Er selber ist das Grösste von allen Geheimnissen. Und so ist die Botschaft, die Paulus verkündet, und durch die er möchte den Glauben stärken, das, was er dann in dieser Fürbitte anspricht, wo wir im Vers 2 und 3 dann lesen. Er, also Gott, schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe dieses Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Mit diesen Vers komme ich eigentlich so ein bisschen wie zum Kern dieser Predigt. Das grosse Thema, das Paulus bereits im ersten Kapitel so ein bisschen betont hat, heisst, Jesus ist mehr. Er ist über allem. Und weil diese Tatsache für viele wie so ein bisschen verborgen ist, betet und verkündet Paulus die Wahrheit. Weil er weiss, was dann passiert, wenn sie die ganze Größe von dieser Tatsache für sich erkennen und checken können. Als Mensch hat Jesus keinen spektakulären Auftritt gehabt. Im Blick auf sein Leiden hat ja schon der Prophet Jesaja, so wie wir es in der letzten Predigt schon gehört haben, im Jesaja 53, schon das ja vorausgesagt gehabt. Und ob schon Jesus durch sein Leben und sein Wirken sich mehrfach als Sohn Gottes ausgewiesen hat, ist er für viele unscheinbar geblieben. Von den meisten Menschen von seiner Zeit ist seine wahre Identität und wer er wirklich ist, verborgen und unerkannt geblieben. Und bei den adressierten Kolosser ist die Situation eigentlich nicht gross anders gewesen. Unter anderem hat er so eine Lehre, einige kennen die Gnosis, viele in ihren Bann gezogen.
Suchende haben sich reihenweise an Jesus vorbei nach einer tieferen und einer besseren Einsicht verschrieben gehabt. Auch für sie ist Jesus und wer er ist, was er da hat, wie, so ein bisschen wie verborgen gewesen. Und da ist es jetzt so, als würde Paulus den Vorhang, der ihren Blick auf Jesus verhüllt, wie auf die Seite schieben und sagt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Aber was bedeutet das? Was heisst das? Meint das vielleicht, dass alle Schätze, die wir mit unserer Weisheit und Erkenntnis erfassen können, dass die in Jesus sind. Ist das gemeint? Welche wunderbaren Sachen sind an Jesus so kostbar? Wenn du dir das so überlegst. Was ist an Jesus so kostbar? Wie ein Schatz? Oder was für Kostbarkeiten sind uns in Jesus geschenkt, aber vielleicht irgendwie verborgen? Habt ihr ein paar Stichworte? Was ist an Jesus so kostbar? Oder was ist das, was er uns schenkt, was so kostbar ist? Er hat uns Leben gebracht. Vergebung. Vollkommene Liebe. Die hat er nicht nur gegeben, sondern die verkörpert er ja auch. Was? Bedingungslose Gnade und Annahme. Frieden, Erlösung, Beziehung zum Vater im Himmel wiederhergestellt, haben wir im My Friends Abend so konkret gelesen. Wir könnten die Liste unendlich weiterführen und zeigen mir jemanden, der all das in sich zusammenfasst. Das gibt es nie nicht. Es gibt nur einen, Jesus. Aber ich glaube, mit dieser Aussage, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, das ist noch mehr gemeint, als einfach das, wo ist. Ich habe das mal so aufgeschrieben. Ich glaube, es ist noch mehr gemeint, als das, wo wir mit unserer eigenen Weisheit und mit unserer Erkenntnis erfassen können. Es ist über das aus all das, was Gott in seiner Weisheit und seiner grenzenlosen Erkenntnis da hat und tut. All das ist auch in Jesus verborgen oder in ihm zusammengefasst. Und genau die Auslegung von dem Vers bekräftigt Paulus eigentlich dann im paar Vers weiter hinten, im Kapitel 2, Vers 9, wo er sagt, dass Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus inne wohnt. Und so macht der Paulus klar, Kolosser müssen nicht einfach nach einer tieferen Erkenntnis und Weisheit streben. Der Paulus deckt einfach auf, wie sinnlos das ist. Mehr als Jesus geht nicht. Und in ihm sind alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis zusammengefasst. Ja, das, was Menschen damals gesucht haben, und was sie auch heute noch suchen, ist nur in dem einen zu finden, in Jesus und in nichts anderem. Warum Gnosis, wenn du Jesus hast? Du kannst die ganze Welt auf den Kopf stellen. Du kannst alles probieren, um das zu finden, was du suchst. Aber glaub mir, spätestens wenn du vor Gott stehst, wirst du erkennen, es ist einfach so. Mehr als Jesus kannst du nicht haben, kannst du nicht finden. Die göttliche Rechnung, für die viele Menschen, also für viele ist das wie ein Mysterium, aber die göttliche Rechnung, die Paulus da verkündet und wodurch er den Glauben von jedem von uns möchte stärken, ist ganz einfach und lautet folgendermaßen: Jesus plus nichts gibt alles. Jesus plus nichts gibt alles. Mehr als Jesus geht nicht. Glaubst du das? Glaubst du das? Lebst du das?
Wenn du das erkennen und glauben darfst, dann wird es, so wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben für dein Leben. Und so möchte ich zum Abschluss auf die nächsten Vers eingehen, wo der Paulus uns zeigt, wie das möchte Konsequenzen haben. Da heißt dann ab Vers 4, ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Zwar bin ich weit von euch entfernt, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie ihr fest zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. Wenn man hört von dieser Gemeinde, dann muss ich sagen, ja, was willst du noch mehr? Oder? Super! Und er sagt, hey, aber es ist noch nicht alles. Ich möchte euren Glauben noch weiter stärken. Und auch wenn der Paulus weiter weg ist, hat Gott Grund zur Freude, wenn er in dein Leben hineinschaut und dich sieht. Weil der Glaube in deinem Leben auf eine positive Art und Weise Konsequenzen zeigt. Ist das bei dir so? Ganz ehrlich, manchmal habe ich da so meine Zweifel. Wie der Paulus dazumal, kenne ich viele von der Gemeinde da nicht oder noch nicht. Und ich frage mich, ja, wo sind denn all die, die zu der Regikirche gehören? Ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun und zu nahe treten. Ich weiß nicht, aus was für Gründen du nicht da bist. Aber wenn Jesus mehr ist als alles, und das ist er, was ist denn das, was dich auf einen Weg bringt, der dir vielleicht nicht gut tut? Vielleicht wäre es dran, das zu überlegen. Um Himmels Willen, wenn du dein Leben liebst, dann lass bitte, bitte nichts dir wichtiger werden, als dass du dort bist, wo dein Glaube gestärkt sein kann und gestärkt werden kann. Kehr um, es lohnt sich. Im Blick aufs Leben da, im Blick auf die Ewigkeit. Garantiert. Die zweite Konsequenz, wo wir sehen, dass Jesus mehr ist als alles, das erkennen wir dann in den nächsten Vers. Das ist die erste Konsequenz und das ist die zweite. Da heißt es, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt, also wandelt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Lasst euch durch ihn auferbauen. Werdet auf diese Weise im Glauben fest. Lasst euch so nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Weil Jesus mehr ist als alles, würde ich die Aussage aus diesen Vers und der zweiten Konsequenz für unser Leben wie folgt formulieren. Ich will immer mehr Jesus. Jesus in meinem Leben. Ich wünsche das für dich und mich, dass mein und dein Glaube an Jesus immer tiefer, stärker und tragfähiger werden darf. Immer mehr Jesus. Was gehört da dazu? Der Paulus bringt die 5 Bilder, einige Aspekte davon aufs Tapet und ermutigt uns in Sachen Glauben, nicht einfach es darauf ankommen zu lassen, wie wir uns im Glauben entwickeln. Sondern er zeigt, wonach wir streben sollen. Das erste Bild, das er verwendet, ist das Bild eines Pilger, der zielstrebig sich durch nichts von seinem Ziel abhalten lässt. Paulus hat in Kolosser 1, Vers 10 seine Leser bereits dazu aufgerufen, dem Herr würdig, also ihm entsprechend und in Übereinstimmung mit ihm voranzugehen. Christen können nicht einfach stehen bleiben. Sie müssen lernen, beständig mit Jesus unterwegs zu sein. Wie bist du mit Jesus unterwegs? Der Paulus ermutigt uns und sagt, hey, denk zurück an den Anfang, wie du das Leben mit Jesus hast anfangen. Und jetzt,
Gang weiter auf die Art, wie du Jesus im Glauben angenommen hast. Gang jetzt auch so mit ihm voran. Lebst du im Glauben? Oder wie, wodurch oder wofür lebst du sonst? Damals hat die Lehre von der Gnosis Christen gelockt. Heute sind es andere Sachen, die einem ein besseres Leben versprechen. Aber das, was dich wirklich als geistlich reifer Mensch vor Gott stehen lässt, ist nach wie vor nichts anderes als der schlichte Glaube an Jesus. Im Hebräer 11, Vers 6, da betont der Schreiber, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gell, wir wollen die Belohnung jetzt haben, sofort am liebsten Gott, dass ich weiss, ja, es lohnt sich der Weg, aber nicht immer erleben wir das so. Aber lasst uns Menschen sein, die im Glauben an Jesus vorangehen. Lass uns Gott vertrauen und seiner Belohnung, anstatt dass wir uns darauf einlassen, irgendwie unser Leben mit anderen Sachen zu füllen. Nimm den Weg weiter in Arsch, also gang den Weg weiter, so wie du Jesus angenommen hast. Und ich wünsche dir, dass du mehr und mehr in die Begeisterung für Jesus hineinwachsen darfst. Trotz der vielversprechenden Versuchungen, dass du zielgerichtet Tag für Tag dein Leben neu Jesus hingibst. Das nächste Bild, das wir sehen, ist der Baum. Gewurzelt sein ist ein Begriff aus der Landwirtschaft. Als Christen sind wir ein für alle Mal in Jesus Christus verwurzelt. Wir sollen kein Gewächs sein, das von jedem Wind von der Lehre oder Meinungen irgendwie wie wegblasen wird. Andererseits gilt, wenn wir einmal durch den Glauben an Jesus Christus gewurzelt sind, dann gibt es keinen Grund, den Topf zu wechseln. Hey, bleib einfach, wo du bist und schau, dass die Wurzeln immer tiefer werden. Durch dein Verwurzeltsein mit ihm bekommen wir die geistliche Nahrung, die wir brauchen. Die Wurzeln bringen uns und unseren Glauben in eine Stabilität hinein. Sie geben uns Stärke. Woher beziehst du Nahrung? Entschuldigung. Woher beziehst du Nahrung? Halt und Stärke für dein Leben im Glauben. Der Paulus ermutigt uns, nicht fremd zu gehen, sondern das bei Jesus zu suchen, wo du und ich für ihr Leben nötig haben. Weil mehr als er gibt es nicht, geht nicht. Das nächste Bild ist das vom Gebäude. Um aufzuzeigen, was für einen wachsenden Glauben noch nötig ist, benutzt Paulus jetzt das Bild aus der Architektur. Er sagt, lasst euch, nur er soll das Fundament eures Lebens sein, lasst euch durch ihn auferbauen. Das Partizip Präsens, das er da braucht, macht deutlich, nachdem ihr durch den Glauben auf das feste Fundament von Jesus gestellt worden sind, sollen wir unser Lebenhaus jetzt ganz bewusst darauf aufbauen. Und zwar beständig. Das bedeutet, dass wir Gottes Wort kennen müssen, damit wir unser Leben nach seinem Willen auf das Fundament von Jesus aufbauen können. Unser Leben soll mehr und mehr in Übereinstimmung mit seiner Person, seinem Handeln und seinem Wertmaßstab stehen. Und letztlich soll all das dazu führen, dass wir als Teil von Gottes Bauwerk auf dem Fundament aufgebaut sind, damit wir ihn, Jesus, gross machen können. Und da stellt sich die Frage, gleicht das, was du auf dieser Grundlage von Jesus aufgebaut hast bis jetzt, unterdessen eher einer Ruine, einer armseligen, weil du deine Kraft und Zeit vielleicht in alles Mögliche, aber nicht so sehr in das investiert hast? Oder ragen in deinem Lebenshaus schon starke Wände weit in die Höhe, wo Gott ehrt? Wir kommen zu den letzten beiden Bildern, durch die der Paulus als Gläubige möchte zum Weg mit Jesus ermutigen. Das nächste Bild ist das von der Schule. Kathrin, gell? Gottes Wort ist das, wo
uns als Christen auferbaut. Und aus dem Kapitel 1 haben wir erfahren, dass der Epaphras der war, der die Wahrheit aus Gottes Wort unterrichtet hat. Doch was er gelehrt hat, ist durch die verlockende Irrlehre von der damaligen Zeit stark unter Beschuss gekommen. Gottes Wort ist immer mehr untergraben worden und man hat es als bedeutungslos, vielleicht auch abgetan. Um dem zerstörerischen Werk vom Feind nicht ausgeliefert zu sein, ist es darum wichtig, dass wir auch heute uns fest im Wort von Gott gründen. Dass wir an dieser unverfälschten Lehre festhalten. Für Satan ist es weitaus schwieriger, Menschen auf Abweg zu bringen, die wirklich fest, wo Gottes Wort studieren und so als gefestigte Leute im Leben stehen. Und abschließend finden wir das Bild vom Fluss. Das zeigt uns, wohin der Glaube an Jesus uns möchte führen, wenn er gewurzelt, aufgebaut und gefestigt ist. Der Paulus spricht von einem überfließenden Bach oder von überfließender Dankbarkeit und braucht dazu das Bild von so einem überfließenden Bach, wo dafür steht, was für eine enorme Kraft die Dankbarkeit in unser Leben hineinbringen kann, wenn wir auf das schauen, was wir in Jesus Christus alles haben. Menschen, die mit dem verbunden sind, in dem alle Schätze von der Weisheit und Erkenntnis zusammengefasst sind, sollten nicht Menschen sein, die vor allem auf das schauen, auf all das, was sie nicht haben, sondern die auf dem herleben, was sie haben, in Jesus. Ihr kennt den Spruch ja, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Hast du den Blick für das, wo du Gott zu verdanken hast? Gleicht dein Leben und deiner Dankbarkeit so einem mächtigen Wasserstrom oder eher einem austrockneten Rinnsal? Wir werden jetzt gerade dann ein Lied singen miteinander. Und Abendmahl feiern. Und ich lade dich ein, zu dem Abendmahl mit dankbarem Herzen die Zeit vor Gott zu verbringen. Denn ich meine, das, was wir heute Morgen gehört und gesehen haben, das will unser Herz mit Dankbarkeit erfüllen. Für das, was wir in Jesus haben. Mehr als er geht nicht. Und das können zu glauben und das können anzunehmen, das möchte dazu führen, dass wir, du und ich, uns, du nichts vom Glauben abbringen lassen. Lass ihn du nichts von deinem Lebensthron abschieben. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, ja, setz dich dafür ein, dass Jesus immer mehr in deinem Leben Raum gewinnen darf. Und ich wünsche dir, dass du nicht einfach es darauf ankommen lässt, sondern möchte ich heute ermutigen, zu dem wachsenden Glauben. Geh bewusst mit Jesus voran, weil du weißt, an wen du glaubst. Streb danach, dass du tiefer mit ihm kannst verwurzelt werden. Dass du sein Wort mehr und mehr aufnimmst, dein Leben auf ihm aufbaust. Dass du gefestigt wirst und lass dir Dankbarkeit wie ein mächtiger Wasserstrom in deinem Leben über die Ufer treten. Denn wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen.